Ja, Leute, willkommen zurück. Wir haben keine Ahnung, wo wir waren, was wir tun. Wollte ich gerade auch sagen, wir haben keine Ahnung. Obwohl doch, ich glaube, da war dieses Skelett, was uns mit zwei Bogen geschossen hat. Das ist ein Skelett. Ja, das haben wir schon totgehauen. Mach doch mal jetzt mal die Karte auf. Aus der Leuchtstein. Ah, nee, wir sind da, genau, wir sind da durchgekommen. Genau. Haben da hingeschossen und dann hast du gesagt, ich soll da tippen, damit ich voll bin. Genau. Weiter geht's. Wie gesagt, guck doch nochmal zur Sicherheit auf die Karte. Nicht, dass wir jetzt wieder zurücklaufen. Nein. Tun wir nicht gut. Sag ich doch. Vertrauen wir doch mal. Ja, wir wissen ja alle, wie das letzte Mal geendet hat. Weil auch wenn das jetzt ein Weilchen her ist, dass wir Grimlock gespielt haben, kann mich noch sehr entsinnen, warum hast du die Fackel wieder da rein? Und damit ich eine neue habe. Und frische. Ich will keine 500 Fackeln in meinem Inventar haben. Ach so. Macht das für dich Sinn? Ja. Ja, mehr Spinnen. Ah, genau, die konnte ich noch nicht. Poison Shield wäre natürlich Volltreffer. In der Tat. Das fällt mir gerade ein. Fackeln und bla. Oh. Ah ja, Spinne, ich kann mich entsinnen. Mhm. Ach, deswegen auch Milben-Sache, weil ich da meinte, das sieht eher aus wie eine Zecke. Und dann Zecken sind auch Spinnentiere. Nein, genau. Zecken sind Milben und Milben sind Spinnentiere. Ja, genau, so war das. Und deswegen hieß die letzte Zecke auch Milben-Sache. Jetzt gibt alles wieder einen Sinn, zumindest naja. Halbwegs. Ja, es ist auf dem Mist gewachsen. Huh. Yeah, funny how that works, huh? Huh. In der Tat. Das war ziemlich dämlich. Deine Mutter ist ziemlich dämlich. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, das geht so nicht. Und dein Typ stirbt gerade an Gift. Ja. Ja. Kümmert dich das überhaupt nicht? Nope. Weil du eh gleich den Safe wieder laden wirst. Die Zeit nutzt, um dich umzugucken. Oder weil, ja. Weil das Gift vorher aufhört. Ich hoffe, das Gift hört gleich auf. Du weißt schon, dass da auch ein Safe, ein anderer Teleport war. Jupp. Aber du willst dich trotzdem erst mal umgucken. Jupp. Nach Geheimräumen und so. Jupp. Gucken Sie doch mal da, junger Mann. Hier ist nix. Da ist auch nix. Da läuft da irgendwas. Ja. Ein Skelett. So. Ja, dann muss ich mal hier durch. Da sind wir wieder da. Ach, scheiße. Egal. Das ist kein Antidote. Nee, das weiß ich. Ich glaube, dein Magus hat, glaube ich, ein Dings, oder? Ich kann auf jeden Fall noch welche machen, aber das wollte ich gar nicht. Sondern? Ich wollte nur heilen. Das Gift läuft irgendwann aus. Achso. Das dauert nur ein bisschen. Ah, stimmt, ich kann mich entsinnen. Wir können natürlich auch nochmal zum Leuchtstein zurückgehen, der dürfte das doch auch heilen, oder? Ich weiß nicht, ob er das Gift wegmacht. Warum probieren wir es nicht einfach mal aus? Okay. Was haben wir zu verlieren? Außer... Zeit? Ja, haben wir doch. Ja, mach Siehste? Zeit, super. So, dann bin ich, wenn ich mich aber recht deswegen entsinne, war ich mich hier so mit dem... Ja, weil ich dachte, wäre besser Leuchtestein gegangen. Also selbst wenn das Gift nicht geheilt hätte, zumindest die Lebenspunkte. Mhm. Das sieht sehr interessant aus, möchte ich mal meinen. Oh. Ich glaube, wir müssen da durch. Beste Idee. Du und Ideen. Das kann ja weiter werden. Ja, gute Ideen. Immer. Ah. Ich glaube, du brauchst Steine. Ich habe Steine. Wie praktisch. Ah. Du bist ja so klug. Kaluka natürlich. Ja, Stein wird mir teleportiert. Nicht, weil der Stein jetzt gleich bei mir liegt. Ja. Oder auch nicht. So, aber ich weiß, wo das Problem liegt. Tust du das? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe nämlich gerade überhaupt keinen Plan. Wobei die. Ach, scheiße. Langsam. Die Zeitsache. Du hast halt nicht. Viel Zeit. Schlafen. Ja. Oder Leuchtestein. Ach.
Vielleicht kommt ja wieder ein cooler Traum. Nein, kommt nicht. Oh. Nee. Ja, das war ja gerade irgendwie nicht so cool. Hallo Stein. So, was hat das jetzt gebracht? War ich denn jetzt wieder deaktiviert? Was ist da eigentlich so drin? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ha. Huh. Interessant. Da ist ein Stein. Mhm. Ja. Ah, da ist es auch drin, oder? Das ist der. Nee, doch nicht. Ah! Oh! Tome of Health. Ich glaube, das solltest du einem Markus geben. Ah, gain health. Ah. Das gebe ich nicht mal Markus. Das gibst du deinem Tank. One of them, at least. Horny Joe gained health 25. Na. Das hast du gerade eben aufgesammelt. Wurfstern? Oh! I'm a Ninja! I am a Ninja. Siehst du, fällt mir gerade ein, wollte ich dich immer schon mal fragen. Gott, es fällt mir wieder nicht ein, wie die andere Serie heißt von ihm. Stupidity? Nein. Muss ich das gerade nochmal kurz googeln, dann kann ich dich das fragen. Sofern das kein Problem ist. Nö, nö. Du kommst zurecht, ne? Ja. Ja, ja, nicht schon. Okay. Du läufst immer noch verwirrt durch die Gegend. Ich versuche gerade andere Dinge zu finden. Ich bin ja wieder da. Mhm. Was ist denn los? Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Hab vergessen, wie es weitergeht. Ja, ich würde dir gerade gerne helfen, aber es ist gerade doof. Weil du dumm bist? Nein, weil du dumm bist. Mach doch mal was Sinnvolles. Was denn? Ah, genau, Civil Protection. Kennst du Civil Protection respektive Freeman's Mind? Nein. Civil Protection ist eine Maschinima-Reihe. Maschinima sagt dir was, ne? Ja, das ist diese YouTube-Netzwerk-Dings. Ja, also, beziehungsweise halt eben auch die. Das Erstellen von Kurzfilmen etc. pp. Mit Hilfe von Videospielen und deren Ingame-Grafik. Mit Hilfe diverser Mods und Instrumente. Eine der berühmtesten Maschinenreihen ist zum Beispiel Red vs. Blue. Man sieht auf der Halo Engine und den nachfolgenden Spielen. Das ist auch meiner absoluten Lieblings-Internet-Irgendwas-Serien überhaupt. Insbesondere hat eben die Original. Es wird irgendwie langsam zu einem alten Vertrauten. Insbesondere die. Was habe ich denn übersehen? Klassischen ersten fünf Staffeln Blood Gulch Chronicles, soll ich gerade nachgucken? Ich habe gerade dafür keinen Kopf. Ja, soll ich gerade nachgucken? Nein. Willst du es wirklich alleine versuchen? Nein. Nein. Entscheiden Sie sich mal, junger Mann. Nein. Ganz klar. Ein eindeutiges Nein zu allem? Ja. Du bist so anti. Oh ja. Du bist so super, doppelt, dreifach und nichts anti. Ich werfe alles um dich. Hab ich mir fast gedacht. Anti aller anderen. Ist mal runtergefallen? Ja. Ne, ich glaub nicht. Pilztyp. Hau ihn kaputt. Das könnte in der Tat helfen. La la la, la 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 la. Haben Sie Langeweile, junger Mann? Ein bisschen, hier ist nur Pilz. Merkt man fast gar nicht. Jedenfalls Civil Protection ist basiert auf der Half-Life 2 Engine. Wo im Prinzip zwei der normalen Combine-Soldaten halt eben, also diese Polizei halt, ne, schwarze Bewachungsmacht. Und zumindest einer von denen ist ein bisschen extrem super gaga, total behämmert. Ja. In der einen Folge läuft er halt eben die ganze Zeit in der Hocke rum. Sagt dann so Sachen wie, oh, I'm Ninja!
I'm gonna kill you. Sein Kollege rastet halt voll aus. Das ist mir recht. Hat eben gerade eingefallen, als du den Shuriken eingesammelt hast. Wie gesagt, mein Hirn ist ein Sammelsurium aus seltsamen Nerd-Referenzen. Nerd-Referenzen, Popkulturwissen, teilweise auch halt eben sehr unbekannten Zeugs, obskures, bla. Deutlich bekannter ist der Typ, der Cyberpunk gemacht hat, allerdings für seine Reihe Freeman's Mind, was im Prinzip nur ein Playthrough von Half-Life 1 ist. Und Half-Life ist ja berühmt für seinen Silent Protagonist Gordon Freeman. Gordon Freeman. Und er kommentiert das quasi Let's Play-mäßig mit einem laufenden Kommentar. Allerdings halt eben aus der Sicht von Gordon Freeman. Das heißt, er ist Gordon Freeman. Seine Version von Gordon Freeman ist ein, leicht narzisstisch veranlagter, nein, ein stark narzisstisch veranlagter, ein bisschen durchgeknallter, drogenabhängiger, zu cholerischen Wutausbrüchen neigender, mental instabiler, aber hochintelligenter junger Mann. Also ist der Gordon Freeman. Ja, und er labert halt die ganze Zeit. Permanent. Und das Erschreckende ist... Aber nur im Kopf, ja? Ja, also es ist... Wobei es ist im Laufe der Reihe nicht ganz klar, ob das nur Gordon Freemans innere Gedanken sind oder ob er das tatsächlich sagt. Da ist sich die Serie nicht so ganz einig immer, weißt du? Mhm. Es ist mal so, wie es gerade passt, also halt eben Rule of Funny. Nope. Nee, doch nicht. Hätte klappen können. Also war kein schlechter Gedanke. Ja. Das Lustige dabei ist halt eben, wenn man halt nur Freeman's Mind kennt. Ah, ich weiß jetzt wieder, wie es geht, glaube ich. Oh. So, das Ding hatte ich komplett übersehen. Monseigneur! Sie sieht ein veritables Genie. Ich weiß, aber du sagst immer, ich bin dumm. Manchmal? Wenn es stimmt? Nein, du sagst es prinzipiell immer. Ja, weil es stimmt. Ich widerspreche mir gerne. Wie gesagt, Rule of Funny und so. Ja, das ist so witzig, Robert zu widersprechen. Nee. Nein, es ist witzig, dich dumm zu nennen. Nee. Denn, wie gesagt, der beste Witz ist immer noch dein Gesicht. Dein Gesicht ist wunderschön. Das denkst auch nur du. Das weiß nur ich. Musstest du als Kind eine Wurst um den Hals tragen? Nein. Sondern? Ich wurde in Wurstwasser gebadet, dadurch war das nicht nötig. Ah, das erklärt einiges. Das ist so wie Obelix, der in den Zaubertrank gefallen ist als Kind. Nur mit Füßen. Nein. Ach. Schein habe ich schon wieder. Wenn man halt eben nur Civil Protection und Freeman's Mind kennt, denkt man halt eben, die Stimme, die er für Freeman's Mind benutzt, ist ein bisschen gekünstelt, ist ein bisschen aufgesetzt, Voice Acting, bis man dann irgendwann, wenn man sich andere Vlogs und Sachen von ihm so anguckt, der spricht wirklich so. Und das war für mich eine der witzigsten Sachen überhaupt, weil der Typ das halt eben trotzdem schafft, mit dieser am Anfang etwas dümmlich klingenden Stimme sehr, sehr sinnvolle Sachen von sich zu geben. Das finde ich unglaublich faszinierend. Auf jeden Fall kann ich euch nur empfehlen, auf YouTube, Accursed Farms, Freeman's Mind, ist, glaube ich, auch seit diesem oder letztem Jahr endlich komplettiert. Das hat halt ein bisschen gedauert. Vor allem, weil er das halt auch wirklich eben nicht als Let's Play gemacht hat, sondern halt eben wie eine Maschinenreihe mit einem Skript, dass er halt eben, und auch halt wirklich richtig mit Voice Acting und so. Ja, ja, klar. Ja. Das hat eben deutlich viel mehr Arbeit verlangt als das, ja, was klar, wir jetzt hier verlangt machen. Ja, ein richtiges Skript. Ja. Hat eben auch mehrere Aufnahmen, mehrere Takes. Was natürlich bei Half-Life ziemlich gut funktioniert, weil man halt eben überall ständig quicksaven kann. Nein. Im Notfall. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Da war noch eine Tür. Ist jetzt, glaube ich, irgendwie dabei, einen Film zu machen. Ja. Ah, gut, dass du mich darauf hinweist. Ich glaube, wir wären schon wieder soweit. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.